So, hallo liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden, wie versprochen, heute sind wir bei Tommy. Wir wollten uns das mal anschauen. Hier ein Wohnmobilfahrer, alles an Ideen hat, umgesetzt hat in seinem Wohnmobil, wovon wir auch jede Menge Zubehör in unserem Wohnmobil haben. Bei Ihnen sind wir heute zu Gast. Wir wollen euch ein paar Dinge zeigen. Lasst euch überraschen. Alles weitere nach dem Intro. Viel Spaß beim Zuschauen und bleibt dran. Bis gleich. Ja, liebe Freunde, schön, dass ihr dran geblieben seid. Wir sind jetzt hier zu Gast bei Tommy. Hallo Tommy, grüße dich. Hallo. Wir sind jetzt heute bei dir zu Gast und du wolltest uns einiges zeigen. Wir haben ja von dir die SIG, die Sicherheitsklammer, da haben wir das mal im Film mitgemacht. Und du hast natürlich noch weitere Sachen. Was hast du noch so an weiteren Teilen? Tommy hat jetzt hier mal einige Produkte aufgebaut, unter anderem den SIG. Den haben wir ja euch schon vorgestellt, den haben wir jetzt hier liegen. Tommy, ganz einfach zu dem SIG mal ganz kurz. Das ist ja die Sicherung für die Aufbautür fürs Wohnmobil. Für die Seitstüren. Für die Seitstüren, genau. Und natürlich auch für die Fahrertür. Für die Fahrertür. Je nachdem, was für Türen verbaut sind. Bei Seitstüren ist das technisch machbar, dass man eben die zusätzliche Sicherungsklammer einhängt, wie es schon im Video dann auch detailliert von Uwe gezeigt wurde. Genau. Was haben wir jetzt hier noch? Wir haben jetzt hier diesen Stockschutz. Stockschutz für den Kühlschrank. Der wird ganz einfach eingehängt anstatt der herkömmlichen Häken, die original in den Türen verbaut sind, die ja immer eine große Fummelei darstellen, um jetzt beim Abstellen des Wohnmobils den Kühlschrank offen zu halten. Okay, Liebe Freunde, das mit dem Stockschutz für den Kühlschrank, das werden wir euch auf jeden Fall separat nochmal zeigen. Dann werden wir den Film hier nochmal mit verlinkt, da könnt ihr euch das nochmal mit anschauen. Was haben wir hier daneben? Das ist der AdBlue Kanisterbefüller. Damit ist es möglich, an der Zapfsäule, LKW-Zapfsäule oder PKW-Zapfsäule, ganz normal einen Reservekanister zu befüllen, was ja sonst nicht geht. Durch den in der Zapfsäule eingebauten Sicherungsschalter ist es nicht möglich, einen Kanister zu befüllen. Mit diesem Teil, diesem eingebauten Ringmagnet, ist es möglich, diese Kanister durchweg ganz normal zu befüllen. Das ist natürlich nicht schlecht, liebe Freunde, weil dann kann man hier AdBlue in der heutigen Zeit in einen Reservekanister, den man mitführt, im Wohnmobil, hier an der Zapfsäule selbst bedanken. Ja, liebe Freunde, das mit diesem AdBlue Kanisterbefüller, das werden wir euch auf jeden Fall auch nochmal separat zeigen. Den Film werden wir auf jeden Fall nochmal mit verlinken, wen es interessiert. Ja, das ist eine ganze Menge. Tommy, was du hier in deinem Shop hast, was du uns gezeigt hast, sind ja viele nützliche Sachen dabei. Ich habe aber noch mehr gesehen in deinem Shop. Ist das eine B-Lüftung oder eine Endlüftung? Was sagt man jetzt genau dazu? Ja, ist ganz einfach ein Doppellüfter für den Kühlschrank, weil oberhalb von dem Kühlschrank entsteht ja immer Stauwärme. Gerade in wärmeren Gefilden wird die Stauwärme natürlich nicht richtig abgeführt. Da hilft so ein Doppellüfter, der diese Wärme zusätzlich ins Freie befördert. So was Ähnliches gibt es ja schon auf dem Markt, das ist ja jetzt nichts Neues. Was ist jetzt der Unterschied in erster Linie, was du sagst zu deinen Lüftern, zu den handelsüblichen, die man zu kaufen kriegt von diesen Lüftern? Neu ist es nicht, die Lüfter sind eigentlich die gleichen, aber eben ich habe eine eigene Halterung entwickelt, die letztendlich auch einfacher zu montieren ist und ich sage mal, der Preis ist natürlich auch ziemlich angenehm. Eine einfache Bedienung, was im Prinzip auch für jeden ausreichend ist. Man muss hier nicht irgendwo eine Drehzahlregelung haben und irgendwelchen Schnickschnack, das braucht man alles nicht. Wichtig ist, dass der Lüfter bei einer bestimmten Temperatur angeht und bei einer bestimmten Temperatur wieder ausgeht. Mehr brauchen wir nicht. Ja, liebe Freunde, ihr habt es gehört, der Doppellüfter, wie Tommy sagt. Ne? Das ist ein Bausatz für die Selbstmontage, ganz einfach anzuschließen. Wir haben zwei Drähte, die an Strom kommen, einen Controller, der irgendwo hingeklebt oder eingebaut wird und wir haben einen Thermofühler. Der ganze Lüfterbausatz selber wird mit zwei Schrauben montiert, hinter dem oberen Lüftungsgitter von außen. Innerhalb von einer halben Stunde ist es auch erledigt. Hier haben wir jetzt den Titanlüfter. Es gibt noch einen anderen Lüfter, der preiswerter ist. Ab 60 Euro werden wir den dann hier im Shop haben mit Fraktallüfter. Der Unterschied ist einfach nur, die Titanlüfter drehen ein bisschen schneller, aber die anderen reichen durchaus aus.
Ja, liebe Freunde, ihr seht, wir haben auch solche Lüfter im Wohnmobil verbaut. Dann wird es mit diesen Absorberkühlschranken schon ein bisschen brenzlig. Aber mit diesen Lüftern ist das eine tolle Geschichte. Den Lüfter haben wir ja jetzt gesehen. Jetzt hast du natürlich in deinem Shop noch viel mehr. Ich habe mich hier mal umgeschaut, liebe Freunde. Da haben wir zum einen hier an der Wand hängen. Das haben wir auch. Und zwar diese Küchenrollenhalterung. Sag uns mal etwas zu der Küchenrollenhalterung. Ja, ganz einfach, die wird in die vorhandenen Träger, wo das Tablett quasi drin eingehängt wird, wird es dahinter geklebt und der Träger wird parallel für die Halterung genutzt. Es gibt noch eine zweite Halterung, die direkt in diese Schiene eingehängt wird. Bei manchen sind ja diese Tablettträger nicht vorhanden. Die liefern wir übrigens auch im Prinzip als Ersatzteil. Wenn jetzt jemand die nicht bekommen hat oder aus irgendeinem Grund verlegt hat, können wir die liefern. Aber bei vielen sind die nicht vorhanden, sodass wir den Papierrollenhalter auch direkt in diese Schiene einklipsen kann. Ja, das ist genau das gleiche wie bei uns, liebe Freunde. Die bietet Tommy natürlich auch mit an, weil die teilweise in der Lieferung nicht mit drin sind. Das Tablet, was du hier hast, das ist vom Wohnmobil, ne? Das passt genau hier rein. Dazu, das gehört hier zur Spüle. Wird hier im Prinzip in die Spüle eingelegt, ist bei jedem Fahrzeug natürlich ein bisschen anders. Bei uns ist das hier passend und wenn man das eben nicht auf der Spüle braucht, dann kann man das eben rausnehmen und wird hier oben. Einhängen. Also ihr seht, liebe Freunde, das habt ihr mit die Möglichkeit, findet ihr auch im Shop bei Tommy, hier diesen Küchenrollenhalter. Du hast natürlich noch viel mehr, denn du hast ja natürlich eine Frau, die Deko Queen Svetlana. Da haben wir hier jetzt verschiedene Sachen stehen. Zum einen diesen, was ist das? Ein Taschentuchbox? Das ist eine vorhandene Box unten reinschieben kann. Sieht ein bisschen schöner aus als dieses bedruckte Papier. Aha. Und immer wieder sind irgendwelche Boxen gefragt, wo einer sagt, ich will hier ein bisschen was organisieren. Da haben wir eben hier die Organizer-Box in verschiedenen Größen. Je nach Wunsch wird die natürlich auf Größe angefertigt. Mhm. Dann für Trinkhalme eine kleine Box, wo die Trinkhalme drin stehen. Viele stehen auf solche Glas-Trinkhalme. Ist momentan ganz in, aber die klappern eben irgendwo rum, können auch kaputt gehen und so stehen sie schön sicher drin. Ja, ihr seht's, liebe Freunde, eine super Idee. Passt natürlich hier wunderbar in diese Küchenzeile hier von der Karjacht mit rein. Und ich sehe jetzt hier auf der rechten Seite noch eine Halterung oder eine Box oder was ist das? Was haben wir hier? Was ist das? Also ganz normale Organizer-Box, gibt es in verschiedenen Größen, gehen auch andere Farben, wenn jetzt einer einen besonderen Farbwunsch hat, grau oder schwarz oder was auch immer. Also ihr seht es, liebe Freunde, egal was ihr hier findet im Shop, diese Deko-Zubehörboxen oder wie man jetzt sagt, sind natürlich auf Kundenwunsch bestellbar, auch auf Maß. Jeder hat andere Vorstellungen, jeder hat eine andere Farbvariante. Also ihr seht, ihr könnt euch das selbst hier aussuchen, beim Tommy im Shop bestellen. Ja, jetzt haben wir ja eine ganze Menge gesehen. Ich sehe jetzt hier neben dir, links neben dir, haben wir die Uhr hängen. Von deiner Frau, die Svetlana macht, das hat man mal ganz kurz vorgestellt mit zum Mobilwettertreffen. Deine Frau hat natürlich auch so eine Begabung. Frau macht hier aus Schallplatten diese Uhren. Wie gesagt, wer da Interesse dafür hat, ganz einfach eine E-Mail schreiben über den Shop, denke ich mal. Das wäre das Beste. Das gleiche auch oben drüber. Der Bilderrahmen ganz einfach mit Prägung. Aha. Da kann jeder sagen, ich will eine Prägung drin haben oder wie auch immer ein Logo oder was jeder so haben will. Ja, und in Kordel drum, das hat uns so gut gefallen, haben wir das so gemacht. Ist zwar jetzt im Shop noch nicht vorhanden, aber ich bin ja erreichbar über E-Mail-Chat. Da kann man auch Anfragen stellen. Ja, liebe Freunde, ihr habt es gesehen. Wunderbar dekoriert, wunderbar ausgestattet. Man wird beim Tommy im Shop natürlich fündig, was Dekoration betrifft, was Technik betrifft, an Sicherheit betrifft etc. Ja, Tommy, wir haben jetzt viel gesehen von deinem Shop. Ganz kurze Frage jetzt von mir. Wie verhält sich das, wenn ein Kunde das bestellt? Du fertigst das selber mit Hand an? Genau, das wird angefertigt nach Kundenwunsch, dauert in etwa aber auch 10 Tage. 10, 14 Tage muss der Kunde schon rechnen. Jeder hat andere Maße, jeder will was anderes haben. Das muss natürlich projektiert werden, entsprechend angefertigt werden. Es ist verständlich, dass im Grunde genommen wir die Produktionszeit oder die Herstellungszeit mit einplanen müssen.
Jetzt von den Maßen her, was wir an Dekoration gesehen haben, das sind spezielle Maße. Da kann der Kunde, wenn er Interesse hat, Fotos einreichen oder wie ist das? Oder ja, Maße? Maße schicken, dann wird natürlich kalkuliert, was es kostet. Weil es ist ja nicht alles, was jetzt irgendwo anfertigbar ist im Shop. Ja. Na, wird ja auch viel auf Kundenwunsch angefertigt und dann wird ein guter Preis ausgehandelt. Der Preis passt bei allen. Wir wollten das alles einmal sehen, was Tommy jetzt hier im Shop hat. Vieles haben wir selbst in Verwendung, das zeigen wir euch. Wir haben die Einbauvideos auch in unserem Kanal, das auf jeden Fall mal mit verlinken. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Tommy, dass wir hier bei ihm zu Gast sein durften und dass er uns die Produkte mal gezeigt hat. Anfragen ganz einfach über den Shop. Shop, E-Mail, wie auch immer. Wie auch immer. Wir bedanken uns recht herzlich, dass du uns eingeladen hast. Und wir sehen uns natürlich wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss. Tschüss.